Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter, liebe Gäste, liebe Medienvertreter, und ich sehe heute keine Kameras, also es gibt nichts Wesentliches zu berichten, die AfD hat sich noch nicht zerlegt. Liegt es am Advent oder haben Sie gestern Abend noch bei Ihrem Absacker hier zu Hause oder in der Gruppe im Hotel nochmal das Ganze reflektiert, was gestern war? Denn eins muss man feststellen, in der Wiedersehenbrück ist doch sehr große Besonnenheit, Gelassenheit und Ruhe eingekehrt. Und da muss man sagen, ist es eine Besinnung, die eingekehrt ist? Ist es der neue Stil, der bei der AfD, NRW eingekehrt ist? Und nach den vielen Auseinandersetzungen, die es gegeben hat, und ich spreche gar nicht über die Dinge, die schon alle zehnmal gesagt sind, es wäre wünschenswert, dass wir dazu kommen, die Gräben, die aufgerissen wurden, zu überbrücken, dass wir uns mäßigen in der Stadtmache und wenn Wunden zugefügt wurden, dass diese Wunden verheilen, ohne dass Narben hinterlassen. Und nach außen müssen wir ebenso wie nach innen dokumentieren, dass wir mit Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und mit der Wahrheit miteinander umgehen und das auch kommunizieren. Denn eins ist klar, wenn wir das auch umsetzen, werden wir das Vertrauen nach innen gegeneinander wiedergewinnen und wir werden dieses Vertrauen auch nach außen bei den Wählern wiedergewinnen, denn wir sind auf dem Weg und da darf uns niemand von abhalten, indem wir uns gegenseitig schwächen. Und wir werden uns nach diesen Wahlen, wenn die abgeschlossen sind, zusammensetzen müssen und einen Verhaltenskodex formulieren müssen, der dann für alle verbindlich ist. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Einige von Ihnen haben mich sicherlich am Dienstag dann auch bei Bettina Böttinger gesehen. Die Resonanz war überwältigend. Es gab Leute, im Facebook, die haben mir die Kreisverbandsstelle nicht besucht, damit sie an meine Telefonnummer kommen und es gab eine ganze Reihe von Leuten, die nicht in der AfD sind. Aber ich darf mich noch mal vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Bei der gesammelten Expertenmannschaft, die ich hier vorgestellt habe, ich habe es in der Apotheke geschafft. Mein Name ist Gunnar Witzmann, ich bin Kreisverband. Ich bin Mitglied des Gesundheitsausschusses der Stadt Köln und wer in Köln arbeitet in der Politik, der weiß, was Grüne bedeutet und genau das auch in der AfD. Und eins ist wirklich, als Apotheker bin ich der ganz große. Ja, aber ich habe so ein 360-Grad-Blick, weil ich ganz normal in der Lebenswirklichkeit bin. Und mein Spezialgebiet ist von Beruf her die Gesundheitspolitik, die in der AfD noch ein bisschen unterentwickelt ist. Klar, das Gebiet ist sehr komplex. Wir haben nicht die ultimative Lösung, aber wir können die Probleme benennen. Wir können auch Teillösungen anbieten. Und dazu habe ich ein Thesenpapier veröffentlicht, das ich dann auch umgereicht habe an die Schnittstellen der einzelnen Landesfachausschüsse. Was heißt hier Lebenswirklichkeit, an der ich nachher bin? Sie sitzen hier in einem Saal, in dem vorher Flüchtlinge untergebracht waren. Die sind alle weg. Ja? Und Lido kann vielleicht nachher als Physikerin erklären, weil ich das Bild von Schrödingers Katze gebraucht habe im Verhältnis zu den Flüchtlingen. Lido lacht schon, weil Schrödingers Katze ist in einer Box drin und man kann nie herausfinden, ob sie noch lebt oder ob sie schon tot ist. Und bei einer Flüchtlingin ist es so, man sieht sie, aber sie sind weg. Ja, sie kommen nachts rein, man sieht sie nicht, aber sie sind da. Und wenn sie in der Flüchtlingsunterkunft sind, dann bekommen sie eine elektronische Gesundheitskarte, dann sind sie da, aber sie sind weg aus der Statistik. Und wenn sie dann beim Arbeitsamt sind, mit 5000 im Arbeitsamt hört, dann sind sie dort, aber sie sind weg aus der Statistik der Flüchtlinge. Und da wundert man sich, dass wir plötzlich, oder man wundert sich nicht mehr, dass wir letztes Jahr 1,5 Millionen Flüchtlinge hatten. Aber es sind nur noch 850.000, obwohl keine abgeschoben wurden. So läuft der Trick, wenn man einen Herrn Weiser von der Arbeitsagentur dann als Wächter des Hühnerstalls macht, als Fuchs den Wächter im Hühnerstall bestellt. Und
Natürlich benennen wir die Missstände, aber es gibt auch Lösungen und ich glaube, eine ganz kleine Lösung habe ich vor meiner Abwesenheit. Und zwar mein Freund Malo ist ein Senegalese, der aber in Deutschland kam, als Jugendkampf, als Nationalspieler hier geblieben ist, hier Abitur gemacht hat, hier seinen deutschen Meister als Betonbauer und Maurer gemacht hat. Und mit ihm zusammen haben wir im Senegal in Dakar, Sie finden ihn unter Malo G, haben wir in Zusammenarbeit mit der GTZ und einem Lehrer des Bundesbildungszentrums ein Ausbildungszentrum für arbeitslose Jugendliche in Dakar gebaut. Vom Präsidenten Barrea haben wir 5000 Quadratmeter daran bekommen und er hat auch eine Ausbildungsstelle nach deutschem Vorbild gefunden. Also wir dürfen nicht nur Missstände benennen, wir müssen auch Lösungen anbieten. Das ist eine der Lösungen. Was den Islam betrifft, die Migration in den Islam, da stand ich mehrere Monate unter Polizeischutz, weil ich in meinem Personal eine zwangsverheiratete, geborene Deutsche hatte, die sich von ihrem Mann trennen wollte. Und dann hat der Mann, der sie misshandelte, hat da uns bedroht mit dieser Bewegung. Und daraufhin hat die Polizei uns dann beschützt und uns zu einem Ende gebracht. Ja. Wir sprechen auch über NRW und die Fehler. Ja. Wir sind hier in Euskirch und das hier ist ein Mikrokosmos, der typisch ist für NRW. An Euskirchen vorbei für die A1 sind wahrscheinlich alle rübergekommen. Leverkusen und dieses Stück, die letzten 25 Kilometer, werden seit 35 Jahren nicht gebaut, weil nämlich das Umweltministerium jetzt aus dem Prioritätenplan wieder rausstreicht. Hendricks sagt, zu viel Landverbrauch, wir brauchen diese Autobahn nicht. Aber NRW, SPD sagt, ja, die muss her. Ja? So werden wir belohnt, bedroht und wir müssen das ändern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Kandidaten? Bitte am Mikrofon. Dornauf, Weinberg, ich hätte eine Frage. Gestern haben Sie wohl auf dem Bewerberportal gesagt, dass Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten. Jetzt treten Sie doch an. Wie ist Ihre Rückstellung, Ihre Blitzgenesung denn zu erklären? Auf dem Bewerberportal steht auf keinen Fall, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nicht antrete. Ich bin kerngesund, ich fahre nächstes Jahr an der Radio-Europameisterschaft, das kann ich nicht tun. Nein, der Grund ist ein ganz anderer. Mir waren im Landeswahlprogramm in der Version 1 die Thesen zur Gesundheitspolitik der Sache vollkommen unangemessen, zu dürftig. Denn jeder sagt, natürlich ist die Gesundheit das höchste Gut. Das kann jeder sagen. Das ist keine Lösung für das Chaos, das im Gesundheitswesen herrscht. Falls Ihnen die Wahlergebnisse von Kohweiler bekannt sind, können Sie das kommentieren? Die Wahlergebnisse von Kohweiler, die letzte, falls Sie sind Ihnen bekannt sind, können Sie das kommentieren? Also ich habe so verstanden, ob ich die Wahlergebnisse von Kohweiler kenne und ob ich die kommentieren kann. Ja, die Wahlergebnisse von 2014, darauf sprechen Sie an, ja? Die Wahlergebnisse von 2014, da hatte die AfD ja noch kein wirkliches Programm und ist die Kommunalwahl eingestiegen in Köln, ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Ich selbst war Direktkandidat in Deutz, ich habe 2,9% geholt. Kohweiler ist für uns, das kann ich Ihnen sagen, das zukünftige Wählerpotenzial für die AfD, weil dort nämlich das Pack und die Abgehängten wohnen. Bitte verstehen Sie mich falsch, diese Leute würde ich nie als Pack oder Abgehängte bezeichnen. Das sind die Verlierer einer falschen Politik. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen an den Kandidaten? Das sehe ich nicht. Letzte Möglichkeit. 3, 2, 1 Sekunden. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Vielen Dank und schönen Sonntag.